So Leute, jetzt ganz kurz bevor das Video startet, ihr seht, es startet anders als sonst und das hat auch einen ganz bestimmten Grund, denn ich möchte ganz kurz anmerken, dass das, was ich in diesem Video mache, macht's einfach nicht nach. Es ist ein gut gemeinter Rat, ich mein's wirklich ernst, macht es nicht nach, es wird komplett geistesgestört. Denn wie ihr bereits am Titel gelesen habt, gibt es heute wieder mal eine neue Folge um 3 Uhr nach. Und bevor ihr euch jetzt fragt, okay, Lumex, was hat es mit der Uhrzeit auf sich? Ich erkläre es euch. Wir werden heute die bekanntesten Monster aller Zeiten anrufen. Und unter anderem auch das gruseligste Monster aktuell, und zwar die Skibidi Toilet. Auch diese werden wir anrufen. Wir werden mit ihr chatten, wir werden mit ihr FaceTime und schauen, was sie um 3 Uhr nachts macht. Das heißt, wenn ihr das nicht verpassen wollt, verprügelt wie immer den Like-Button, wenn ihr neu seid. Abonniert meinen Kanal, das wäre richtig korrekt, weil irgendwie abonniert nicht, Mann. Warum abonniert ihr nicht? Spaß beiseite, ich würde sagen, wir gehen jetzt rein in die heutige Folge Roblox. Ganz viel Spaß! Und damit, Leute, herzlich willkommen zur heutigen Folge Roblox. Und ja, ich weiß nicht, ich war lang nicht mehr so aufgeregt vor einem Video. Denn ihr könnt es gerade schon sehen, wir sind auf unserem Roblox-Handy. Denn wir spielen heute das Spiel Don't Call at 3 AM. Ich denke, den meisten sollte das Spiel ein Begriff sein, ist sehr, sehr bekannt. Weil da geht es kurz gefasst darum, dass man einfach hier in seinem Roblox-Handy unterwegs ist. Ihr seht, es ist gerade 3.05 Uhr in der Nacht. Wir haben auch nicht mehr so viel Akku, sehe ich gerade. Wir sollten uns also beeilen. Und ja, ich denke, man kann es unschwer erkennen. Wir haben hier sehr, sehr viele verschiedene Kontakte. Aber wenn man mal auf die Namen und auch auf die Profilbilder schaut, sind das nicht einfach irgendwelche Kontakte, sondern sind das einfach mal die gruseligsten Roblox-Monster aller Zeiten. Wir haben natürlich hier als allererstes die Skibidi Toilet. Diese werden wir, wie gesagt, auch ganz zum Schluss anrufen. Also bleibt bis zum Ende dran. Es wird geisteskrank. Dann haben wir hier zum Beispiel unter anderem einfach mal Big Josh von den Garten of Bun Buns. Dann wir haben The Man. Das ist dieses gruselige Monster mit einem Auge, was euch nachts beobachtet. Wir haben Hero Prime aus Minecraft. Wir haben einfach mal Choco Charles, die Lokomotive. Dazu habe ich ja auch schon mal ein Video hochgeladen. Da seht ihr hier mal ganz kurz das Thumbnail eingeblendet. Das war ja komplett geisteskrank. Dann Sieg, das Monster von Doors. Wir haben Cranny, Fred der Bär, Baldi, Santa, Huggy Wuggy, The Rock, den McDonald's Clown, Among Us, dann Blue das Monster. Wir haben Ben, wir haben Slenderman, Schreck und Mami Lex von Huggy Wuggy 2. Ja, Leute, ich denke, es gibt wirklich einige Kontakte, die wir heute anrufen können. Aber ich denke mal, die meisten von den Kontakten sollten euch ein Begriff sein. Ich würde sagen, bevor wir uns dem Endboss Skibidi Toilet widmen, werden wir erstmal einen anderen Kontakt anrufen, beziehungsweise erstmal schreiben. Ich glaube, zum Anfang werden wir erstmal Slenderman schreiben. Ich denke, Slenderman ist wirklich ein OG-Monster, was jedes Kind von euch kennen sollte. Also ich glaube, von dem haben wir alle schon mal geträumt. Bevor wir hier auf den Anruf-Button drücken, würde ich sagen, chatten wir erstmal mit ihm. Ihr seht, ich kann jetzt hier wirklich einfach einen Chat aufmachen und kann mit Slenderman chatten. Und das um 3 Uhr nachts. Ich würde sagen, was schreibt man in so einer Horrorgestalt um 3 Uhr nachts? Ich glaube, wir fangen mal ganz, ganz basic an und schreiben einfach mal, hey. In der Hoffnung... Oh mein Gott, er schreibt, come down for dinner. Also um das grob für euch zu übersetzen, er will mit mir essen gehen. Ich weiß nicht, warum Slenderman mit mir essen gehen will, aber ich sag einfach mal, ich habe aber keinen Hunger. Mal schauen, was er jetzt schreibt. Oh, er schreibt wirklich. Er hat ein Foto geschickt, Bro, was? Digga, oh mein Gott, ist das geistesgestört. Es ist 3 Uhr nachts, wir chatten hier mit Slenderman und er schickt ein Foto. Ich drück drauf. 3, 2, 1. Okay, warte mal. Was ist das? Was schickt er uns hier für Fotos? Also schreibt gerne mal in die Kommentare. Ich kann es nicht ganz entziffern. Das sieht irgendwie aus wie so ein Keller oder sowas. Wir schreiben einfach mal schönes Foto und machen so ein Smiley. Er schreibt wieder. Was? Er schreibt meinen Roblox-Name. Er hat meinen Roblox-Name einmal geschrieben, Relumex23, und danach den Namen einmal umgekehrt. 32 Simulär. Also das ist quasi mein Name umgekehrt. Okay, ich würde sagen, ich will mich nicht zu sehr jetzt mit dem Chat befassen. Ich würde sagen, zum Abschluss übertreiben wir einfach direkt mal. Sollen wir Slenderman beleidigen, Leute? Ich weiß es nicht. Wenn ja, lass mal ein Like da, dann beleidigen wir jetzt Slenderman. Wir schreiben einfach mal, du fetter Sack. Mach sowas nicht nach, man beleidigt dich, Leute. Mach es fürs Video. Ich schreibe jetzt mal, du fetter Sack. Oh mein Gott. Was schreibt er? Oh mein Gott.
Er hat irgendwie ein Foto wieder geschickt, Bro. Ich hab ein bisschen Angst, da jetzt drauf zu drücken. Wartet mal. Ich drück drauf, komm. 3, 2, 1. Er hat mir wieder irgend so ein Foto geschickt von so einem... von so einem Bunker oder irgendwo so ein Loch, wo es ganz tief nach unten geht. Ich würde sagen, an der Stelle beenden wir auch den Chat. Wir schreiben einfach Tschüss. Ich schreibe einfach Tschüss. Ich will mit Slenderman nichts mehr zu tun haben. Relumex 23. Mir ist so kalt. Hilf mir. Ich würde sagen, wir haben jetzt lang genug gewartet. Es wird Zeit für den ersten Anruf. Ich weiß wirklich nicht, was uns erwartet. Ich kann nur sagen, es wird geisteskrank gruselig. Vermute ich einfach mal. Deswegen versteckt euch unter eurer Bettdecke. Wir rufen Slenderman an. Es klingelt. FaceTime. Kann er mich sehen? FaceTime. Ich glaube, er kann mich sehen. Ich setze mich einfach hin. Ich bin gar nicht... Ich bin gar nicht da. Warte, was? Warte, wir können ein Foto machen. Wartet. Ah! Was muss ich machen? Ich glaube, ich muss Fotos schießen. Ich schieße noch eins, okay? 3, 2, 1. Er ist weg! Yes. Ah! Auflegen! Bro! Digga, was? Was ging da denn ab? Oh mein Gott! Bro, was? Ich würde sagen, wir hören mit Slenderman erstmal auf, sonst kann ich heute gar nicht mehr schlafen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal zum nächsten Monster. Und ich würde sagen, als nächstes rufen wir mal meinen besten Freund Huggy Wuggy an. Ich glaube, lol, den muss man sogar für Robux kaufen. Scheint wohl besonders gruselig zu sein, okay? Dass anscheinend nicht jeder den anrufen kann. Okay, wir sind direkt in der FaceTime drin. Mal schauen, ob er rangeht. Ich hoffe einmal, er geht nicht ran. Ich sag euch ehrlich, ich wäre froh, wenn er nicht rangeht. Ja, besser ist das für dich, Huggy Wuggy. Geh am besten gar nicht ran, ja? Keine Antwort? Lol, Huggy Wuggy ist halt no joke nicht rangegangen. Sollen wir ihm vielleicht mal schreiben? Wir schreiben mal, bist du da? Bist du da? Okay, komm, keine Antwort. Anscheinend sind nicht immer alle Monster zu Hause, so wie es aussieht. Dann rufen wir halt das nächste Monster an. Wie wäre es, wenn wir... Wollen wir Cranny mal anrufen? Komm, wir rufen Cranny an, Leute. Lasst ein Like da. 3, 2, 1. Ich wollte schon immer mal mit Cranny telefonieren. Ist ja eigentlich eine nette Oma. Also okay, ob sie nett ist, darüber kann man streiten, aber wir rufen sie einfach mal an. Wir schauen mal, ob sie rangeht. Komm schon, bitte, Cranny, bitte. Ist rangegangen. Foto! Was passiert hier? Die steht da einfach! Ich mache ein Foto! Okay, sie steht jetzt an der Tür. Das ist ja so unser Zimmer quasi, wenn man Cranny spielt. Das ist ja das Zimmer von diesem Enkel, wo man drin wohnt. Ja, ich kann das nicht. Was ist das für ein Spiel? Ich sag euch ehrlich, das ist... Alter, Digga! Alter! Oh mein Gott! Ganz kurz an alle, ich hoffe, ihr habt euch wieder beruhigt. Ich nehme mal sehr stark an, ihr habt euch gerade alle mindestens genauso krass erschrocken wie ich. Ich weiß nicht, aus welcher Hölle dieser Jumpscare kam, aber er hat mich aus dem Leben genommen. Digga, und das war gerade mal Cranny. Wir rufen am Ende gleich noch Skibble die Toilet an. Was soll denn bei Skibble die Toilet abgehen, wenn Cranny schon so krass war, Junge? Ich würde doch ganz ehrlich sagen, bevor wir den nächsten Anruf machen, chatten wir erstmal wieder. Anrufen ist wirklich eine Nummer zu krass. Das ist wirklich geisteskrank. Wollen wir mal mit The Man chatten? Ihr seht ja, das ist dieser einäugige Mann. Ich nehme mal an, das Monster kennen wahrscheinlich die wenigsten von euch. Also ich selber kenne ihn ehrlich gesagt auch nicht so gut. Aber ich glaube, genau deshalb wäre es mal interessant, mit ihm zu chatten, um herauszufinden, was er so macht, wer er ist. Wir schreiben einfach mal, hallo, wie geht es dir? Wir fragen einfach mal nett, okay? In der Hoffnung, dass wir auch eine nette Antwort bekommen. Er schreibt, oh mein Gott. Er schreibt. Oh! Digga, du 31er, was soll das denn? Bruder, ich hab mich gerade übel erschrocken. Digga, was ist das denn, Bro? Was ein 31er? Wir schreiben mal, hahaha, bist ja richtig lustig. Ich hoffe, das war nicht zu böse. Okay, ich hoffe, es war nicht zu krass, Bruder. Do you like my skin? Er fragt mich jetzt mehr oder weniger, ob er mir gefällt. Wir schreiben einfach mal, nein, ich stehe nicht auf Käsefüße. Oh mein Gott. Meint ihr, er wird sauer, wenn wir das schreiben? Ich hab's abgeschickt. Egal, ich hab's abgeschickt. Oh mein Gott. When you hear me tap, come to me.
Er schreibt, wenn du mich quasi tipsen hörst, soll ich zu ihm kommen. Das macht mir ein bisschen Angst gerade. Ich schreib einfach mal, nö, danke. Passt schon. Kannst jetzt weiter schlafen gehen, du. Du Blödmann. Oh mein Gott, das ist echt hart. Das ist ehrlich hart. Warte mal, warum schreibt er nicht mehr? Ey, hallo, gib mir eine Antwort, Bro. Warum schreibt er nicht mehr? Ey, das ist kein gutes Zeichen, dass er nicht mehr schreibt. Ey, bitte, Bro, bitte, bitte, bitte. Ey, stopp, wir müssen raus. Nein, 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 das ist zu krass. Das ist... Digga, warte mal, hallo. Hey, ich kann nicht aus dem Chat raus. Es geht nicht. Nein, 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 nein. Geh raus, geh raus, geh raus. Bitte, Bro, du musst raus. Geh raus aus dem Chat, geh raus. Es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht. Digga, scheiße, was mache ich jetzt, Bro? Es geht... Hat das gerade geklopft? Ich kann gerade nicht einordnen, ob das vom Spiel kam oder ob es gerade wirklich bei mir geklopft hat. Alter, Bro, was geht hier ab? Ich schwöre, ich kack mir ein. Ich muss kurz gucken, ob da jemand geklopft hat. Was? Als wenn das jetzt wirklich geklopft hat, was ist das? Okay, ich war jetzt ganz kurz gucken, ob es geklopft hat. Ich habe nichts gesehen, ist mir auch egal. Ich muss versuchen jetzt hier... Okay, es ging's. Okay, gut, es ging. Ich weiß nicht, worum es jetzt ging, aber ich bin rausgekommen aus dem Chat. Das ist das Wichtigste. Wir gehen zum nächsten Monster. Das ist zu krass, was hier abgeht. Wie gesagt, wir werden am Ende Skibble die Toilette anrufen und schauen, was da passiert. Aber bevor wir Skibble die Toilette anrufen, würde ich sagen, machen wir noch einen anderen Anruf. Ich würde sagen, wen könnten wir noch anrufen? Wisst ihr was? Komm, wir rufen das Durstmonster an. Ich will Kontakt mit dem Durstmonster aufnehmen. Wir rufen das Durstmonster an. Sieg. Sieg wird angerufen. Oh mein Gott. Wir rufen gerade das Durstmonster an. Checkt ihr das? Checkt ihr das, Leute? Okay, warte. Ah! Was? Okay, warte, 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 warte. Mach ein Foto. Foto ist safe. Okay, okay. Digga, ganz kurz. Das... Es schaut mich an. Es bewegt sich die ganze Zeit. Warum? Was ist das? Ich... Es ist weg. Digga, oh mein Gott. Es reicht, es reicht wirklich. Was passiert hier? Das ist einfach an der Decke oben lang gekrochen. Dann hat sich das teleportiert und auf einmal hat das einfach rumgeschrien. Ich würde sagen, Ladies and Gentlemen... Wir haben jetzt mit genug Leuten gechattet, wir haben mit genug Leuten telefoniert. Es wird jetzt Zeit für den Endboss. Und zwar geht es um niemand geringeren als um die Skibbidi-Dip-Toilette. Ich denke, darauf habt ihr alle gewartet. Ich will nicht wissen, wenn die Monster bisher schon so creepy waren, was jetzt bei der Skibbidi-Dip-Toilette abgeht. Bevor wir aber anrufen sollten, würde ich sagen, machen wir erstmal einen Chat auf und schauen erstmal, ob sie da ist. Wir schreiben einfach mal, hallo, bist du da? Fragezeichen. So, wir hoffen mal... Ja, sie schreibt... Oh mein Gott! Was? Sie schreibt... Beep, beep. Beware the lasers, Skibbidi Dip. Hä? Okay, aber warte ganz kurz. Sie ist da, sie schreibt. Das ist schon mal das Wichtigste. Wir schreiben gerade mit der Skibbidi Dip Toilette. Checkt ihr das? Okay, wir fragen jetzt mal, was ich denke, die meisten fragen. Was ist dein Ziel, Skibbidi? Oder nein, wir formulieren es besser. Wir schreiben, was ist dein Plan? So rum fragen wir. Vielleicht kriegen wir ja darauf eine Antwort. Wir fragen einfach mal. Was ist dein Plan, Skibidi? Bro, danger ahead. Bubble Bibi. Wir sollen uns also anscheinend in Acht nehmen. Wir schreiben einfach mal jetzt auf doof. Wir schreiben, machst du gern Kacke auf den... Machst du gern Kacke auf den Klo? Bro, ey, es wird doch safe irgendwas passieren, wenn ich das abschicke. Ich hab's abgeschickt, oh mein Gott. Okay. Sie schreibt ja, was? Okay, jetzt wisst ihr Bescheid, Leute, anscheinend. Macht die Skibbidi-Dip-Toilette auch gern Kacke auf dem Klo, okay. Ja gut, aber damit können wir nichts anfangen. Darf ich dich anrufen, Fragezeichen? Ich will ja mit ihr telefonieren, das ist ja das Ziel heute. Nein. Nein, warum antwortet sie nicht? Sie schreibt nicht mehr. Ich wollte mit ihr telefonieren. Was machen wir jetzt? Gib mal eine Antwort, Skibbidi-Toilette. Bitte. Hey, jetzt schreibt sie wieder. Bubble, bubble. Follow me. Yes, yes. Wir sollen ihr folgen, ne? Ey, wisst ihr was? Es ist mir alles zu dumm. Ich rufe sie jetzt einfach an.
Leute, bevor wir das machen, lasst doch mal einen Like da. Abonniert den Kanal, es wäre richtig korrekt von euch. Ich würde sagen, wir tun es jetzt. Wir drücken auf diesen grünen Knopf und rufen die Skibbidi-Dop-Toilette an. Es ist soweit. Bitte, bitte, geh ran. Bitte, bitte, geh ran. Bitte. Was? Foto! Okay, warte, warte. Sie ist rangegangen. Okay, wartet, Leute. Ich sag nichts. Wir analysieren einfach. Wir schauen. Vielleicht ist das irgendein Zeichen. Vielleicht finden wir irgendeinen Hinweis darauf, was die Toiletten vorhaben. Ich weiß nicht, was sie vorhaben. Wir machen ein Foto. Okay, sie kommt. Okay, warte mal. Stopp, warte mal. Wir müssen auf alles achten. Gibt es irgendeinen Hinweis oder irgendwas? Da ist eine Katze, irgendwie ein Foto. Da hinten ist auch ein Foto. Da ist eine Toilette. Wir machen ein Foto. Foto, Foto. Okay, okay. Hörst du mich? Hallo? Skimmy, hörst du mich? Sie kommen auf mich zu. Sie kommen auf mich zu. Stopp, bleib stehen, bleib stehen. Foto, Foto. Bleib stehen, stopp. Bleib stehen. Okay, was passiert hier? Wir sind in irgendeinem Bad auf einmal. Hörst du mich? Können wir Kontakt aufnehmen? Skimmy-Toilette, hörst du mich? Wenn ja, gib mir irgendein Zeichen, bitte. Es hat geflackert. War das ein Zeichen? Habt ihr es gesehen? Es hat kurz geflackert. Was ist das? Foto. Bro.